Ja, die Mods, wie schon gesagt, wie in der letzten Folge schon erwähnt, werde ich diese Mods jetzt nicht mehr aufzeigen, weil ihr wisst ja, welche Mods ich spiele. Das habe ich ja schon 8 Folgen lang habe ich jetzt schon gebracht. Beziehungsweise, ja, mit der Star Wars Mod sind es jetzt seit 6 Folgen. Ja, seit 6 Folgen sind es und ja. Ich mache da nicht mehr so groß viel Terra um das Ganze, was ich hier spiele. Also, ihr seht es ja eh in der Beschreibung. Oh. Erstmal ein Schlückchen trinken. Ich bin jetzt auch schon ein paar Mal jetzt die Treppen hoch und runter gelaufen, weil ich immer ständig was vergessen habe. Glücksplaneten. Ja. Aber Glücksplaneten. Seit wann gibt es denn diesen Sektor? Ich kann mich nicht entsinnen, diesen Planeten. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Glücksplaneten. Der Name sagt mir jetzt auch gar nichts. Da habe ich damals was verpasst. So, John Falco, Argon. Die Paraniden. Paraniden, Paraniden. Argonen. Oh, Paraniden. 32%. Der Falke. Oh. Ah, oh, unten oben. Oh, was habe ich da gelesen? Flak? Egal. Draufhauen. Ich will den Falken haben, den rasenden Falken. Was scheiße, Drohnen. Gib mir den Falken. Oh shit, machst du einen Schaden? Ah, sorry, dass ich jetzt nicht so viel reden kann. Aber irgendwas macht mir hier richtig viel Schaden. Ah, nicht mehr. So, Paraniden. Ja, also die Paraniden sind mit den Argonen nicht sogar nicht befreundet. Das finde ich gut. Das finde ich gut so. Das sollte auch so bleiben. Kann ich mich ein bisschen bei den Paraniden ein bisschen einschleimen. Aber zum welchen Volk gehören dann die Paraniden? Blatt? Nee, oh. Oh, ich muss ab und zu nochmal hier rüber zur Tastatur schauen, weil, ja, ich habe mich mit dieser Tastatur nicht angefreundet. Telefon rappelt, ich lasse es klingeln. Ich lasse es einfach klingeln. Ansonsten ist ja wieder mal die Folge für den Arsch. Ah, ja. Kannst mal wieder aufhören zu klingeln? Blödes Telefon. Es reicht schon, dass es auf der Arbeit schon 30, 40 Mal am Tag rappelt. Da will ich es auch nicht, dass es noch zu Hause rappelt. Also will ich nicht. Nee. So. Imperators Graben. Bop, 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 bop. Ja. Aber ist das ein Superfrachter? Nicht ganz. Nicht ganz. Ich schätze mal eher so eine größere Version vom Tanker. Aber ich hoffe mal, dass ich den jetzt da bekommen werde. Den hätte ich so gerne. Für
ein bisschen Geld noch nebenbei zu machen. So. Gib mir bitte dein Schiff. Schiff, 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 Schiff. Oh Gott, Kampfdrohnen. Ernsthaft? Na, komm schon. Wow, ernsthaft? Komm. Ach, geht doch. Das geht doch. So. Gib mir bitte dein Schiff. Aber du hast ja deine Fracht hinterlassen. Dann wirst du mir auch nicht dein Schiff geben. Du wirst mir auch nicht dein Schiff geben. Wenn du deine Fracht schon rausgeschmissen hast. Ja, Energielevel niedrig. Das ist immer das größte Problem, was ich jetzt habe. Meine Energie. Lithiumscheiben, Lithiumscheiben. Silizium ist der Hauptbestandteil. So, okay, das ist Geschichte. Am liebsten wäre es, wenn ich hier mal teilweise etwas erkunde. Aber das ist auf der anderen Seite auch wieder langweilig. Ach Gott, ey. Hast du Siliziumscheiben schon wieder? Oh man, ich will eigentlich Raketen haben. Habe ich Raketen? Doch, ich will Raketen. Aber wie kann ich wieder? K? Ne, K ist Dings. Wie war denn das immer gewesen mit diesen Raketen abschießen? Oberfläche, nein, Spiel. Rakete, 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 wähle Rakete M. Ja, habe ich da ausgewählt. Und da kannst du keine Raketen besitzen. Beziehungsweise keine Libelle Raketen. Nee. Oh. Okay. Das ist hart. Das ist hart. Was hast du noch an? Nur Energiezellen hast du noch genug da. Also um Gottes Willen. Da will ich jetzt ja nicht meckern. Ich hab glaube ich an die 400 Energiezellen gekauft. Das letzte Mal. Ja, das wird eigentlich so ausreichen. Erstmal noch ein paar Sektoren halt durchfliegen, weil ansonsten brauche ich ja nichts Großartiges anzufangen. Oh, wobei. Moment, ich fliege mal nochmal zurück zu unserem Startsektor. Erreiche System, Priesters Gnade. Ich fliege mal. So, das war stiller Strom, genau. Imperium, Paraniden. Unbekannter Sektor. War hier auch noch ein Tor gewesen. Ich weiß das gar nicht mehr. Sehen wir jetzt da gleich, ob da auch noch ein Tor war. Oh, dieser Schnupfen. Erreiche System, unheilige Herkunft. Ja, genau, hier war noch ein Tor gewesen. Ach, eins führt er geradeaus, okay. Aber es gibt so gut wie gar keine Missionen hier. Also das ist eher so für einen Sektorscan, der fehlt. Der fehlt. Da ist einer, der verkauft, glaube ich, eine Flugschule. Was macht die Flugschule hier? Hä? Unheilige Herkunft? Bin ich hier gestartet? Nee, ich bin eigentlich hier gestartet, ne? Genau, ich bin hier gestartet. Aber wieso ist hier die Flugschule? Seltsam. Naja, ich lasse mich da nicht stören oder beziehungsweise aufhalten. Ich blicke mal hier in den nächsten Sektor hinein. Säufarm. Ach, Säufarm, Sojarei. Das ist die Säufarm. Jetzt aber.
Ja, nicht wunder, wenn ich so wenig rede. Ich bin halt ziemlich müde. Richtig müde. Weil ich habe ja heute, wenn das Video rauskommt, wird es wahrscheinlich entweder Mittwoch sein oder Donnerstag, ich weiß es nicht. Das ist jetzt ja die zweite Folge X3, wo ich aufnehme. Und nicht mal das Handy lässt mich in Ruhe. Aha. Ja, und muss halt noch zwei Folgen noch aufnehmen für X3 Rebirth. Ja, X, ja, toll, ja, toll, super toll. X3 Rebirth, ja. X Rebirth, so. Muss ich auch noch aufnehmen. Oh Gott. Oh Gott, Paraniden. Dich. Ah nee, komm. Dich lasse ich leben. Was bist denn du denn? Bluttag. Ich lasse dich auch mal leben. Aber hier gibt es sonst keinen Sektor, wo ich hinfliegen kann. Oh, was bist du für ein hübsches Schiffchen? Du bist nur Odysseus, okay. Ja, ich mag die Paraniden-Schiffe nicht so. Ich finde, die besten Schiffe haben immer noch die Teladis. Also ist jetzt mein Fall. Und die Splits. Genau, Teladi und Splits haben für mich immer noch die besten Schiffe. Beziehungsweise was das Aussehen betrifft. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Alle anderen, naja. Mir hat damals noch bei X2, hat mir noch das eine Schiff von den Boden gefallen. Ich glaube, das war ein Hai gewesen. War das ein Hai? Oder ein Rochen? Ich weiß, das war irgendein Großkampfschiff gewesen, wo sich, sag ich mal, im hinteren Bereich die Tentakel sich gedreht haben. Das hat mir damals noch sehr gut gefallen. Das war noch schön gewesen. Aber oh, X2, das wäre auch wieder toll, wieder zu spielen. Ah. Das wäre auch wieder was Schönes. Genau, also X2. Ja, ich werde noch irgendwann vielleicht noch X2 noch aufnehmen. Aber. Ich weiß noch nicht, wann genau. Ich weiß noch nicht, wann genau ich X2 aufnehmen werde. Ich denke mal. März. Mal schauen. Weil es hat jetzt, sage ich mal, noch keine Eile. Ich bin jetzt da hier noch beschäftigt mit X3. Weil. Was ist denn hier los? Mobilitätstransporter C4 bietet. Otas, C4, okay. Ach, ist so einer schon wieder. Oh Mann. Okay, Korsaren. Was wirst du angegriffen? Ja, wo ist denn dieser Korsaren? Auch ganz dahin. Auch du wirst ja von zwei Daimus. Ach so, okay. Was bist denn du überhaupt für ein Schiff? Weil auf dich ist ein Kopfgeld ausgesägt. Oh, fünfmal. Nee. Das sind nochmal die Ultra-Dinger. Hey, auf dich ist das Kopfgeld gesetzt. Aber wie viel? Das weiß ich nicht. Da weiß ich es da ja nicht, auf wie viel Kopfgeld ich auf dich hier aufgesetzt ist. Ah, oh, nee. Oh, schade, 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 schade. Aber was? Wieso kommen hier die ganzen Schiffe hinein? Was ist denn hier los? Wo kommt die in allen gar her? Was ist denn hier noch hinten dran für ein Sektor? Müsste eigentlich jetzt die Splits sein. Eine weitere Zigarette. Ich mag irgendwie dieses schwarze Bild nicht.
Er ist auch noch Paranoiden, okay. Otas, Waffenhändler. Otas, Hightech-Warenhändler. Okay. Der Militärtransporter C4 bietet mit seiner Fähigkeit eine begrenzte Anzahl an Jägern zu transportieren. Weil. Komm, auf geht's. Ich weiß nicht, ob du. Nee, du hast keinen Geleitschutz dabei. Das finde ich super. Ich versuche mal diesen Militärtransporter zu bekommen. Oh, was ist denn hier los? Ein paar. Jonferco. Jonferco, Hightech-Transport. Ach, eine Nova, okay. Komm, Otas, auf geht's. Hightech-Warenhändler. Dich will ich gerne haben. Genau dich. So, hier gibt's noch ein paar Stationen mit einer Glühbirne. Oh Gott, ey. Ah, verteidigen Sie. Jetzt ist die Frage, kommst du aus dem Nordtor? Ich denke mal, du kommst eher aus dem Osttor. Okay, dich merke ich vor. Ich denke mal eher, die Feinde kommen aus dem Osttor. Weil, wenn man Stationen verteidigt, nehmen die feindlichen Schiffe immer den kürzesten Weg aus dem Tor zu der Station hin. Nein. Nicht schon wieder. Ich habe zwar abgespeichert, aber ich will nicht schon wieder sterben. Wo schießt ich dann hin? Verdammt, habe ich was getrunken? Okay, das Problem ist immer noch mein Energielevel. Bisschen WASD spielen, den Schüssen ausweichen und dann weiter schießen. Aber ja, gut, das Problem ist, das sind halt meine Energie, die ist viel zu niedrig. Das kann ich vergessen. Oh, ihr kommt da oben? Okay. Oh, das sind Piraten. Und die kommen aus dem Nordtor? Ich dachte eher, ihr würdet aus dem Osttor kommen. Im Namen des Priesterimperators Xanoth und unseres Priesterherzogs entbieten wir der Hilfe. Komm. Schilde wegballern und dann den Rumpf, dass er langsamer wird. Okay. So, okay, jetzt bist du ein bisschen langsamer. Ja, wie fast so eine kleine Belohnung bekommen. Ich hoffe mal, dieses Schiff fliegt jetzt nicht gegen die Station und zerstört sich selber, weil das passiert hier sehr oft bei den Stellenjägern. Die fliegen einfach gegen die Station und sind dann automatisch tot, aber ich hätte schon gerne das bisschen Geld. Oh, was hast du für schöne Raketen? Oh, weg bist du. Hä? Wespe? So, Ansehen gewonnen. Was bin ich jetzt? Freund des Priesterherzogs. Sehr schön. Nee. Das ist auch schlimm. Es gibt hier nichts, wo man hier sagen kann, hör mir mal zu, hier hast du da eine bestimmte Mission für, sag ich mal, die Sektoren aufzudecken. Da muss man leider überall noch nachschauen. Was hast du mir gegeben? 4600 Credits, oh mein Gott.
Oh, dieses Telefon. Das lässt mich nicht in Ruhe. Naja. Ich lasse es einmal durchklingeln und dann will ich auch die Aufnahme beenden, weil, ja, könnte ja wichtig sein. Was nochmal total unwichtig ist. Oh Mann. So, aber ich fliege noch einmal hinten durch das Tor. Wie viele Bergungs eine Bergungsversicherung habe ich noch? Okay. Da wird es wahrscheinlich nur eine kurze Folge für heute. Ich muss ja noch zwei Folgen nach XB Birth noch aufnehmen. Da hatte ich auch wieder ein bisschen was getan. Aber das werdet ihr dann auch dementsprechend sehen. So, fliegen wir hier noch durch den Sektor. Und dann. Erreiche System, Zitadelle des Herzogs. Ah ja, okay. Aber ich würde sagen, ich locke hier an. Und dann fliegen wir mal mit Volldampf dahin durch. An die Chipswerft, okay. Nee. Och, hier schon wieder nichts. Mit Sektoren. Auch schlimm sowas. So. Und dann sind wir hier auch wieder da. Gut, würde ich sagen, war es das gewesen in dieser Folge. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.